Schraubst du dein Hemd zu? Geht schon los? Ja. Guck mal, was mir übrigens gerade aufgefallen ist. Wir haben schon hier die ganzen Spinnweben haben wir schon dran. Ja, Eule. Jetzt wird es Zeit, dass er wieder sauber gemacht wird. Hast du dein Mikrofon gleich die Spinnweben dran sind. Yeah. Wo sind wir denn heute unterwegs, Robert? Ich glaube, wir sind heute bei Mannhardt. Du meinst, weil hier ein schönes Line-Up da steht an Mannhardt? Ja. Aber nicht ganz. Nicht ganz. Ich bin schon wieder da. Hier bin ich schon wieder. Da, grüß dich. Schau mal, was da drüben steht. Was ist das denn? Das ist mein richtig krankes Teil. Apollo IE. Die Farbe vor allem. Jetzt steht er hier auf dem Hänger, aber ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Da ist es rot und wenn die Sonne drauf scheint, wie sich der Lack ändert. Aber ich habe auch gesehen. Hier, schau mal, Robert. Na, da hätte es Platz. Das ist ein richtiger Daily. Da hätte es Platz. Hier G63 6x6. Ultimatives Monster, oder? Vor allem, Alter. Das ist für dich auch entspannt zum Ein- und Aussteigen. Ja, eben. Da komme ich easygoing rein. Also, Leute, ich würde sagen, schaut mal hier oben, da steht was drauf. Königsegg Esser. Ich würde sagen, wir gehen mal rein, oder? Schauen wir mal, was da so rumsteht. Schauen wir mal rein. Alles klar, auf geht's. Jetzt starten wir los, oder? Ja, dann. Machst du einmal hier 360 Grad um mich rum, oder wie? Ich bin richtig aus der Puste. Gehen wir mal hier rein, weil, könntest nicht nach rechts schwenken, aber hier, Leute, da rechts ist das Büro, der schöne Schreibtisch. Und dann haben wir hier diesen verrückten Ausblick. Wie geil ist das bitte, wenn du jeden Tag ins Büro kommst und hast dann hier diesen Ausblick. Wir haben eigentlich noch gar nicht gesagt, wo wir heute genau sind. Ja doch, das hast du eigentlich gerade eben gesagt. Habe ich gerade eben gesagt, echt? Ja, hast du schon wieder vergessen. Ja, das ist halt manchmal das Problem. Aber ja, dann sage ich es besser nochmal, denn Leute, wir befinden uns heute in der Nähe von Aachen bei Esser, bei Markus Esser. Und hier haben wir diesen geilen Ausblick. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal hier die Autos genauer an, was hier so alles rumsteht. Robert, wir gehen hier runter. Ja. Pass auf, soll ich dich festhalten oder hast du es im Griff? Das sollte ich hinkriegen. Weil nicht, dass die Kamera kaputt geht, weißt du? Ja, eben die Kamera ist das Wichtigste. Weil das, ja klar, ja, die ist ja nicht ersetzbar, weißt du? Ach so. Deswegen, mit der Kamera, ist der ganze Content weg. Das wäre nicht so gut. So Leute, zieht euch das mal rein. Ich weiß schon wieder gar nicht, was ich sagen soll. Ich würde einfach sagen, Robert, du machst einfach so einen kleinen Porn jetzt hat und dann fangen wir an, okay? Okay, also auf geht's. Ja, also ich würde mal sagen, Robert, hier stehen verrückte Autos rum. Also ja, nachdem du ja noch deinen Daily suchst, hier bist du auf jeden Fall am richtigen Platz. Ja. Und vor allem, ich habe noch nie so viele Königsegg, wie auch immer, an einem Haufen gesehen. Also das ist schon verrückt. Dazu kommen wir allerdings später, denn ich muss dazu sagen, da holen wir nämlich den Markus Esser, den Besitzer hier von dem schönen Showroom, holen wir mit dazu, denn der wird uns hier die Fahrzeuge ein bisschen genauer erklären, denn ich habe da wirklich leider nicht allzu viel Ahnung. Ich weiß nur, hier da neben dem Orangenen, das war der allererste Königsegg, hier der Orangene ist das zweite Modell gewesen. Hier haben wir den Regera, da kenne ich mich schon ein bisschen mehr aus, aber dann hier so CCX, CCXR mit dem Ethanol und dem ganzen Drum und Dran, da holen wir besser Markus damit dazu, weil der kann uns das Ganze im Detail erklären. Ich würde eher sagen, wir gehen mal so ein bisschen nach hinten, was da nämlich so rumsteht, denn da kann ich euch ein bisschen mehr dazu erzählen. Also ich meine, hier auch da schon mal angefangen, Mercedes GTR, dürfen wir natürlich nicht vergessen, R8 Spider, geiles Ding, 720S, hier kommen wir schon zu einem brutalen Teil, Ferrari, La Ferrari, das Auto sind wir ja schon mal gefahren, allerdings als Aperta-Version, Coupé bin ich bisher noch nicht gefahren. Und hier in der Lackierung ist das schon echt geil, vor allem mit dem rot-schwarzen Innenraum, das hat richtig was. Ich würde ihn jetzt eher bevorzugen noch mit schwarzen Felgen, ich weiß nicht, Robert, was meinst du? Ja, nee, die passen eigentlich auch schon ganz gut dazu. Ich weiß nicht, ich bin halt einfach so ein Fan von schwarzen Felgen, weißt du? Alter, zieh dir das mal rein. Jetzt sehe ich es erst. Was ist das? Komplett in Carbon. Das wird jetzt echt eine Überwindung, dass wir nicht gleich hier zu den Autos gehen, sondern dass uns der Markus das dann gleich mal alles im Detail erklärt. Aber hier, da kommen wir zu meinem ultimativen Baby, McLaren Senna. Und vor allem hier in Full Carbon. Schon krass. Okay, ich dachte, ich bin ein ultimatives Baby. Nee, noch nicht, weil da ist auf jeden Fall noch Senna und GT Black Series da davor. Aber geiler Spec, richtig geiler Spec.
komplett in dem ganzen Carbon. Das hat hier schon richtig was. Wobei ich halt immer wieder sag, so ein bisschen, das ist schon immer sehr mutig. Wenn du voll Carbon nimmst, dann musst du immer aufpassen, dass der Kontrast passt. Hier ist es jetzt gut gemacht mit den ganzen orangenen Akzenten. Auch hier beim Heckspoiler schön unten in Orange. Da passt es wieder, wobei ich jetzt halt noch mehr Akzente setzen würde. Ich würde hier wirklich überall so ein bisschen so diese orangen Streifen. Aber es ist ja immer wieder Geschmackssache. Hier übrigens auch ein schöner Streifen. Carbon Motorhaube. Und zwar hier 911 Turbo S Exclusive Series. Finde ich sehr geil, weil allein auch schon hier mit den Felgen, mit diesen goldmäßigen. Da, Robert, da wären wir bei einem guten Daily auch für dich. Ja, meinst du? Definitiv. Das wäre vielleicht auch ein Daily. Aber eher für die Rennstrecke. Ja, nachdem ich eine eigene Rennstrecke im Garten habe. AMG GT4. Den sind wir auch schon mal gefahren. Du bist ihn vielleicht gefahren. Du willst ja nie bei mir mitfahren. Ach so. Das ist ja das Problem. Boah, hier, schöner GT2, schöner alter GT2. Das hat auch richtig was. Ferrari SF90, haben wir auch schon gefahren. Ah, die Farbe ist geiler. Beziehungsweise den bin ich auch gefahren. Da warst du auch nicht mehr mit zweimal, dabei. Zweimal, dreimal, vor allem, keine Ahnung wie oft. Jetzt zieh das mal rein, weil du hast ihn auch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sehen kann, aber dieser Motor, nochmal, wie tief der sitzt, da kommst du echt nicht drauf klar. Der liegt dir fast auf dem Boden. Das ist schon wirklich verrückt. Das Ding marschiert sowas von vorwärts, vor allem hier 0 auf 100. Habe ich noch nie extremer gehabt als hier. Also Turbo S von MTM damals mit über 900 PS, das war krank. Aber hier SF90, wie sich das anfühlt durch die zusätzliche Elektropower. Wir sehen, schön angeschlossen. Wir können ihn ja auch rein elektrisch fahren. Also wirklich ein geiles Auto von Ferrari geworden. Auch mit dem Innenraum. Selbe wie beim 812 Competizione mit dem Ganghebel das Ganze gemacht. Und vor allem auch hier finde ich die Lackierung geil. Habe ich noch nie gesehen. Das ist so ein richtig schönes Weinrot. Da war ich wirklich verwundert, wie gut Ferrari den SF90 hinbekommen hat, weil du einfach merkst, diesen Unterschied zwischen extrem schnell, aber du kannst ihn auch so tiefenentspannt Elektro fahren. Ich meine, Ferrari, ich würde jetzt niemals einen Ferrari als Daily fahren, ja. Aber es wäre theoretisch möglich. Du, klar, du würdest ihn natürlich als Daily fahren. Ich würde den so rocken. Das ist ja ganz klar. So, hier geht's weiter. Okay, das ist natürlich ein krankes Teil. Hier, was ist das? Das ist ein Urus von Mansory umgebaut. Das Ganze nennt sich Venatus. Was ist das? Es ist der Venatus. Das ist beruhigend. Ja. Aber beruhigend ist nicht, wie er aussieht. Alter, zieh das mal rein. Komplett Carbon, alles drum und dran. Das ist schon heftig. Das Einzige, was ich nicht so geil finde, ist hinten, ne? Diese Frittentheke. Ja. Ich habe das schon öfters jetzt gesehen. Und ich weiß einfach nicht, es ist halt einfach nicht mein Geschmack. Vor allem die Sache ist halt, es bringt ja nichts. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das was bringen soll. Und es sieht halt einfach nicht geil aus. Auf einem SUV gehört einfach kein Heckspoiler drauf. Das ist einfach meine Meinung. Wenn ich wo einen Heckspoiler drauf mache, ja, dann soll es auch wirklich was bringen. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das hier was bringen soll. Aber das ist wieder das Thema Geschmackssache. Das ist dasselbe mit Brabus G-Klasse. Der Rocket hinten mit dieser Heckspoilerlippe. Ultimatives geiles Teil, aber würde ich jetzt das erste, was ich machen würde, ist diese Frittentheke da hinten runter machen. Aber okay, aber wir sind das Ding noch nicht gefahren. Wir haben ihn damals gestartet von dem Besitzer in Dubai. Du kannst dir nicht vorstellen, wie laut das ist. So, dann haben wir hier den schönen Bugatti Veyron. Schön clean gehalten, komplett schwarz. Braunes Interior, das ist richtig elegant. Ja. Auch Wahnsinn mittlerweile, wenn man überlegt, wie alt das Auto mittlerweile ist. Wie alt ist es denn? Ja, hier, Erstzulassung 11/2008, 1001 PS. Auch krass. 22.000 Kilometer schon drauf. Und wenn du schaust, wie wertstabil die Dinger mittlerweile geworden sind. Also du hast ja wirklich mal vor ein paar Jahren den Veyron unter 1 Million bekommen. Jetzt schauen wir mal hier. Knapp 23.000 Kilometer drauf, 1,420. Also die Leute, die Interesse an dem Veyron haben, das Ding steht geil da. Und das Ding ist immer noch abnormal schnell. Noch schneller wird's hier. Und Spec finde ich auch richtig geil. Das ist so ein bisschen Senna-Spec irgendwie. Ne? Mhm. Schwarz-blau, aber jetzt werden wir hier genau hinschauen. Bugatti Chiron. Wir haben hier alles in Carbon. Und das meinte ich eben, das ist manchmal gar nicht so einfach zu erkennen, ob wir hier komplett Carbon haben oder nicht. Und da musst du wirklich genau hinschauen. Hier auch wieder gut hinbekommen mit dem Kontrast. Vor allem finde ich Spec-mäßig richtig geil mit dem blauen Interior. Das hat richtig was. Ist auch nicht der normale Chiron, sondern der Chiron Sport. Bedeutet, wir haben hier 1500 PS am Start. Ein bisschen sportlicher das Ganze abgestimmt. Auch geil, schau mal hin, Robert, hier hinten. Hier Motorabdeckung, in blau das Ganze.
Schon ein geiles Teil. Geil. Sieht schon mega geil aus, aber es ist halt für mich, ich finde es einfach so ein extrem schönes Auto, aber ich persönlich, ich glaube, er würde niemals bei uns in der Sammlung passen. Weil für mich das Thema ist, mir gibt es einfach zu viele verschiedene Versionen von Bugatti mittlerweile. Wenn du schaust, du hast den normalen Chiron, du hast den Sport, du hast den Supersport, dann hast du dann diese mit der ultimativen Geschwindigkeit, dann hast du mit den verschiedenen Lackierungen irgendwelche Versionen. Also es gibt für mich gefühlt, gibt es mittlerweile schon 30 verschiedene Versionen. Und vor allem, wenn du überlegst, es gibt 500 Chassis, und das ist genau das Thema, weil die Leute dann darauf warten, dass irgendeine ultimative Version kommt, dann gibt es den Divo noch und das Ganze ist ja in den 500 Chassis inkludiert. Also musst du dir mal überlegen, wie viele verschiedene Versionen es gibt bei 500 Chassis. Also es gibt auf jeden Fall, bin ich mir jetzt sicher, es gibt 10 verschiedene Versionen, wenn du das Ganze nimmst mit normalen Chiron. Chiron Sport, Super Sport, Divo und was es alles gibt. Landet allein schon beim Veyron, wie viele One-Offs es gab. Genau, wie gesagt, es ist ein Chiron-Mega-Auto. Ja, vor allem es ist halt krass, weil er ist so tiefenentspannt zum Fahren und auf der anderen Seite halt extrem schnell. Aber trotzdem, mir ist das Auto dann zu komfortabel. Da würde ich eher eben hier zu einem Königsegg greifen, weil ich will richtig sportlich in dem Auto sitzen. Eben McLaren Senna. Und ich glaube, Robert, hier sitzt du auch sportlich drinnen. Eide. Also ich glaube. Weißt du, was da abgehen wird? Tramontana R. Ah! Eide. Das ist das Ding, was hier hinten. Alter, ist das Ding lang. C ist erstmal. Das habe ich nämlich gehört. Da hast du nämlich den V12 Biturbo Motor drinnen vom Mercedes. Ja, vom AMG. Bei den 65er Modellen. Also Robert, ich glaube. Was meinst du? Das ist richtig mein Sitz. Schau mal hin, das ist ein Zweisitzer. Weißt du, wie wir kuschelig da fahren können? Also ich glaube, da müssen wir mal. Boah, Vorsicht, jetzt hast du fast einen Spiegel mitgenommen. Du. Ja, mei. Ich glaube, da muss ich mal mit Markus mal reden. Ja. Ob wir mal hier eine Runde fahren können da damit. Oder? Alter, weißt du, wie viel WD-40 wir brauchen, bis ich da hinten drin bin? Was meint ihr, Leute? Kommentiert mal drunter. Soll der Robert und ich hier mit dem Auto fahren? Also bitte. Gut, ein Auto ist das ja schon fast gar nicht mehr. Ja, vor allem für mich ist halt ideal, ich habe ja meinen Helm auf. Ja. Du brauchst keinen Helm, nee, oder? Eben. Weil ich meine, ich freue mich auf Steinschläge. Du versteckst dich einfach hinter mir? Ja, hinter deinem Riesenkreuz. Schon auch verrückt, wie viel Carbon an dem Ding verbaut ist. Jetzt kommen wir aber hier zu einem Auto. Okay, zu welchem? Das ist für mich unfassbar. Okay. Wirklich ein unfassbares Auto. Porsche 918 Spyder. 918 Stück damals gebaut. Wir haben hier auch das schöne Weissach-Paket verbaut. Einfach, also wenn es für mich ein perfektes Auto gibt, ein perfektes Hypercar, 918 Spyder. Ja. McLaren P1 ist ein Ticken schneller, dahingehend, weil er halt einfach auch noch mal ein bisschen mehr Leistung hat. Aber das Verrückte hier beim 918 Spyder ist, wenn du den normal fährst, fährt sich das wie ein stinknormaler 911er, extrem komfortabel, und auf der anderen Seite ist das Ding extrem schnell. Dieser Sound damals, der Motor, schön aus dem LMP-Auto raus. Diese kompletten Motorsport-Emotionen, die du hier in dem Auto entwickelst. Wir blenden mal einmal den Link zu dem Video hier ein. Bin das Auto damals gefahren, einfach brutal. So ein geiles Auto. Und da sind wir eben genau bei dem Thema. Würde ich immer gegenüber einem Chiron bevorzugen. Auch wenn hier der Chiron das Doppelte an Leistung mehr oder weniger hat gegenüber dem 918er. Das ist für mich einfach das perfekte Auto. Da hinten, ne, übrigens, dürfen wir auch nicht vergessen, ne, da haben wir nämlich einen schönen Ruf. Robert, was ist denn das für einer? Da muss ich ganz ehrlich gestehen, ich finde Ruf eine richtig geile Marke. Richtig geil. Aber ich kenne mich einfach bei dem Modell 0,0 aus. Ich finde es auf jeden Fall geil, dass der diese geilen Recaro-Sitze drinnen hat. Also das ist auf jeden Fall der Ruf CTR oder CRT. Ich kann es mir nicht merken. Steht das hinten drauf? Ne, da steht gar nichts drauf. Aber alter Schwede. Schau dir das mal bitte an, das Heck. Schau dir mal hier dieses fette Brett an. Da kannst du auf jeden Fall gut Pizza essen. Auf jeden Fall. Und dann dieses breite Heck, schau mal hier, da. Und wie weit es hier dann rausgeht. Das ist Alter, Porno. Das ist mal richtig Porno. Ja. Ich glaube, wir müssen mal bei Ruf vorbeischauen, habe ich das Gefühl, oder? Ja, ich rufe da mal morgen an. Du rufst morgen bei Ruf an? Ja, ja. Okay, sehr gut. Schöner 620R. Da geht richtig was. Das Ding ist auch geil. Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man den hier so anschaut, dass das Ding eigentlich Straßenzulassung hat, ne? Wenn du dir den Spoiler anschaust, einfach vom GT4 übernommen, haben wir ein schönes Roof Scoop, komplett in Carbon. Geiles Teil, mega Auto, wirklich mega Auto. Wo geht's weiter? Oh. Hier, nach was sieht man das aus? Das sieht man hier so ein bisschen. Mhm. Ja. Ist auf jeden Fall ein Ferrari, denke ich. Ja, das, warte. Ja.
488 Pista. Und schau mal, ich weiß nicht, ob man es durchsehen kann. Schau mal hier. Pro. Bedeutet Pista Piloti. Aha. Okay, krass. Das hat was. Und hier, was können wir hier noch haben? Okay, das siehst du ja schon am Flügel. Das sieht mir hier auch sehr nach einem Königsegg aus. Ja. Mhm. Und zwar, schau mal hin. Genau, wenn du Flügel vergleichst. Ja, 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 ja. Hier. Oh, das fühlt sich aber gut an. Oh, du, ja, sag, okay, mal. Also mich hast du noch nie hier, der schöne, ja, den schöne, ja, streichle ich halt gern, ja. Okay. Also hier haben wir auch einen schönen Regera. Können wir allerdings nicht zeigen. So, was haben wir hier? Aspira. So, das habe ich auch noch nie gesehen. Nie gehört. Das Einzige, was mir auffällt, wenn du mal schaust, hier das Heck, ich finde, das hat was von dem Zonda. Okay, dann schau ich da doch mal hin. Zonda Cinque, hier da so der, ja, Part, finde ich, hat da schon was. Aber da mit davon. Fantasie. Was komisch ist, sind die Seitenspiegel. Ich weiß nicht, ob man da was sehen soll im Auto. Ja, gut. Also. Das wirkt ein bisschen komisch. Aber sonst habe ich noch nie gesehen. Krasses Teil. Ja, gut, ultimativ, ne? 997 GT2 RS. Sexy. Mega. Richtig sexy, schön in weiß, Carbon drüber, geiles Teil. So, ich glaube, Robert, nee, da hinten haben wir ja noch, ich meine, das dürfen wir wirklich nicht vergessen, ja. Also ich meine, einmal hier Ferrari 812 GTS. Robert, wäre auch ein Daily für dich. Kannst du auch direkt mitnehmen, hier 519.900. Ja, easy, ich handel, muss ich zahlen? Ich handel das da schon noch ein bisschen was raus für dich. Ja, so 519.800. Oder machen wir auf 600, dann passt das ja. Wie 600? Ja, 600 glatt. 600.000? Ja. Willst du ein bisschen mehr zahlen, oder wie? Ach so, das wäre dann mehr. Ach ja, okay, na dann. Das wäre dann ein bisschen mehr. Und dann hier noch Gallardo. Ah, weißt du, was der Gallardo hat? Was? Einen schönen Handreißer. Ehrlich? Ja, ja. Oh ja. Schön handgerissen. Und handgerissen würde ich jetzt sagen, weil da hat der Markus von schon was gesagt. Wir haben nämlich hier auch ein paar Königsegg-Modelle dabei, die auch handgerissen sind. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir holen jetzt mal Markus mit dazu und der soll uns mal ein bisschen was jetzt hier zu den Königsegg-Modellen erklären, oder? Machen wir doch so. Bevor ich wieder was rede und überhaupt nicht stimmt und keine Ahnung habe. Du hast eh keinen Plan davon, eben. Machen wir so, alles klar. Super, bis gleich. Jetzt, Gott sei Dank, haben wir endlich jemanden da, der Ahnung hat, der uns ein bisschen was davon erzählt. Jetzt läuft er schon wieder weg. Jetzt bist du wieder da. Ich bin da. So. Hi, richtig. Alles gut? Ja, alles im Lot. Ja, schönen Spielplatz hast du hier. Ja, danke, danke. Da kann man sich ganz gut austoben. Vor allem auch die Aussicht von deinem Büro da oben, das ist schon auch ganz angenehm. Ja, das ist schön. Wir haben Seeblick, wir haben Autoblick. Ich habe mich jetzt einfach noch nicht getraut, so über die ganzen Königsegg-Modelle zu sprechen, weil deswegen dachte ich mir, jetzt hol mal dich mal so ein bisschen da dazu, weil ich glaube, du solltest ja ein bisschen Ahnung da davon haben. Richtig, so, die anderen Autos, alles gut und schön. Ich fand ja die Marke schon immer geil, aber ich habe mich noch nicht überwunden gehabt. Also ich weiß, wir haben ja hier den schönen Regera stehen. Und alles andere, glaube ich, das überlasse ich jetzt einfach mal dir. Wir hören uns das Ganze jetzt mal so ein bisschen an, würde ich sagen, und dann schauen wir mal. Ja, okay. Ich könnte mal so ein kleines Intro geben in die Königsegg-Modellpalette. Einige davon haben wir ja hier, das können wir dann ganz authentisch zeigen. Anschauen wir nicht hier, wie beispielsweise jetzt das erste Modell. Der erste straßenzulassene Königsegg war der CC8S. Gab 6 Stück von denen. Hatte 650 PS und dann kam anschließend der CCR, wovon wir einen hier haben. Das hier ist der Orangene. Der Orangene hier. Wie alt ist jetzt das Auto? Der ist von 2005. 2005? Robert, wie viele Jahre sind das? Das sind viele Jahre. Viele Jahre. Hast schon wieder sehr gut mitgezählt. 2005 war ich in der zweiten oder dritten Klasse. Aber muss man sich mal überlegen, wie zeitlos. Klar, natürlich siehst du jetzt an den Scheinwerfern, oh Mann, ey, Kylo, in die Jahre gekommen ist. Aber sonst steht zeitlos da. Das bedeutet, was haben wir jetzt hier Leistung am Start? Der hatte 806 PS. Der hatte etwas größere Kompressoren. Und da haben sie aus dem 4,7 Liter V8 Bikompressor dann 806 PS Leistung. Krass. Rausgeholt. Und der hat damals auch dann den Geschwindigkeitsrekord eingestellt von dem McLaren F1. Der stand ja seit 1994 und den hat das Auto dann eingestellt. Ah, verrückt. Ja. Verrückt. Und dann knapp ging es weiter zu dem. Genau, nach dem CCR kam der CCX, die Modellreihe CCX. Beim CCX gab es dann wiederum die Evolutionsstufen CCX, CCXR. Das R steht in dem Fall eigentlich nur für die Leistungssteigerung durch die Möglichkeit Betankung durch Ethanol. Ja. Dadurch hat er eine Mehrleistung von etwa 200 PS. Dann gab es den CCX Edition. Das war dann die letzte Evolutionsstufe vom CCX. Da geht es dann sozusagen CCX hier weiter. Auch genau. Ziemlich geil hier in dem Matt-Schwarz. Ach, hier so, ist ach jetzt krass, mit der Schaltung.
Genau, das ist jetzt hier ein sequenzielles Schaltgetriebe. Robert, zieh dir das mal rein. Das ist mal heftig. Der hat einen Schalthebel, womit man nur vor und zurück, wie bei den DTM-Autos damals, nur vor und zurück zieht. Und man muss halt richtig, noch richtig, richtig brutal richtig ziehen. Arbeiten. Genau, ist mit Kupplung und ist, ist halt ein richtiges Männerauto oder Frauen, die richtig Gas geben. Und dann ging es weiter hier. Genau, die CCX Edition-Reihe war die letzte, bevor der Agera rauskam. Es gab noch ein Special Edition, da gab es zwei Stück von. Der hat ein etwas anderes Setup noch. Der hat die Louvers noch hier im Kurflügel drin, die Lufteinlässe und Auslässe vorne und hinten. Der hatte einen geteilten Heckflügel, ne? Das waren zwei Autos. Und von diesem Edition gibt es insgesamt 6 Stück. Und von den 6 sind 2 CCX und 4 CCXR. Ach krass, ne? Krass. Und dann gab es nur einen Rechtslenker. Der CCXR, es gibt einen als Rechtslenker und die anderen sind alle wie der. Und das Farbschema und die komplette Ausstattung von den Autos ist ansonsten bei allen gleich gewesen. Außen Sichtcarbon, innen mit dem roten Leder und Alcantara-Mix. Wo sind wir jetzt hier gewichtstechnisch? Weil ich meine, ich sehe ja, wir haben hier Vollcarbon. Wir sind bei etwa 1400 Kilo bei dem. 1400 Kilo und mit bedeutet Leistung hier jetzt bei dem? Der hat 900 PS. Aus dem 4,9 Liter V8-Twin-Kompressor hat er 900 PS. Das ist schon heftig. Ist der von der Schaltung her dasselbe wie bei ihm? Oder? Nee, der hat eine normale Haarschaltung, 6-Gang Haarschaltung, Rückwärtsgang ganz vorne links, ist ansonsten mit dem Auto von der Technik sehr vergleichbar. Wir können hier auch das aufmachen, oder? Genau. Alle Koenigseggs bis dato sind Targas. Man kann die Hardtop-Dächer abnehmen. Und das Besondere ist halt, dass man sie auch mitnehmen kann. Ne? Man muss sie nicht zu Hause lassen, sondern... Bedeutet hier vorne genau, rein. Ne? Die Haube kann man aufklappen. Krass. Das Dach dreht man einmal um 180 Grad und schiebt das dann vorne in diese Haube rein. Und dann geht das sehr geil wieder ganz, ganz knapp. Ganz eng geht es aber zu und man kann es mitnehmen. Und das ist halt ein Riesenplus. Aber Optik hier ist schon mega. Ich finde das ja immer, diese Form mit der Scheibe, das ist schon wirklich was Einzigartiges, was Koenigsegg ausmacht, die Marke. Ist so ein bisschen Signature-Line von denen geworden, ne? Genau, diese richtig. Genau, diese Signature-Line. Look. Unglaublich, dieses böse Auftreten, dieses aggressive Auftreten und dann natürlich, klar, mit der Motorleistung dann noch da dazu. Aber hier, das ist natürlich auch eine ordentliche Waffe. Ja, das ist jetzt so das aktuellste Auto von Koenigsegg. Von dem wurden 80 Stück gebaut. In dem Fall hier jetzt in Sichtcarbon Blau. Ich weiß nicht, ob das auf dem Video so rüberkommt, aber das ist blau eingefärbtes auch hier Sichtcarbon. Die Carbonfelgen. Boah. Mhm. Das ist das zweite Design für die Carbonfelgen. Da war Koenigsegg ja der erste Hersteller, der die Vollcarbonfelgen voll homologiert bekommen hat und schon 2014 auf einem Auto drauf hatte. So eine Felge ist eigentlich ganz, ganz interessant. Die Felge ohne Reifen wiegt 5,9 Kilogramm. Also die kannst du wirklich so, ich habe hinten eine liegen, können wir gleich mal anheben. Die kannst du wirklich so mit einer Hand hochheben, ganz easy. Verrückt. Und hast also da eine Gewichtsersparnis zu einem Alu oder einem Magnesiumrad von bestimmt 40-50%. Ich glaube, es ist bestimmt auch mal interessant für die Leute, aber natürlich auch für uns. Wo ist man jetzt bei einem Regera preislich erstmal Serie? Weil Ausstattung kommt ja damit dazu. Mhm. Mit wie viel muss man da ungefähr rechnen? Der Regera hat einen Listenpreis gehabt. Die wurden alle in US-Dollar gehandelt übrigens. Okay. Koenigsegg musste sich damals auf irgendeine Währung festlegen, hat das also nicht auf die Märkte verteilt, jeder seine eigene Währung, weil dann das Währungsrisiko bei denen lag. Und handeln ja alles oder kaufen ja alles und bezahlen alles in schwedischen Kronen, was natürlich kein anderer tut. Aber deswegen brauchten die halt irgendeine starke Währung. Ja. Und dann war es halt Dollar oder Euro und so weiter. Und das Auto wurde halt in Dollar verkauft und das waren 2,23 Millionen Euro netto. Krass. Listenpreis. Ja. Und dann kamen halt so Optionen dazu, wie beispielsweise die Vollcarbon-Felgen, das Vollcarbon-Exterieur. Carbon-Felgen bist du bei? Die lagen bei dem Auto bei 90.000 Euro. 90.000 Euro, Robert? Mhm. Dollar, sorry. Ach, Dollar. Ja. Du hast ja jetzt aktuell... Dollar, dann ist ja wieder was anderes. Nein, es ist ja aktuell sogar fast 1:1. Nein, also so lagen die. Wir haben das letztens erst gehabt, 8-12 Kompetitionen. Was war das nochmal? Ich glaube... 30.000 Euro, die Carbon 40?
sind die ein Schnäppchen gewesen im Vergleich zum Königseck. Krass. Krass. Ja. Und dann natürlich, gut, ich will schon gar nicht wissen, dieses komplette Vollcarbon. Also ich meine, unterm Strich ist es ja, ich rede ja sowieso viel lieber hier über Performance, ja, als über die Preise. Aber trotzdem, es ist mal interessant, wirklich so eine Marke, die dann doch noch nicht die ganze Welt so kennt, vor allem auch in Deutschland noch nicht so bekannt ist, ist natürlich dann schon auch mal interessant, so zu wissen, okay, wo ist man da bei den ganzen Themen preislich? Und vor allem, es ist ja hier, du hast den V8 Biturbomotor am Start. Jawohl. Und dann hast du noch drei Elektromotoren. Drei Elektromotoren ist dann eine Gesamtleistung von? Ist gedrosselt auf 1500 PS. Gedrosselt, das ist ja, ich meine. Also du hast eine Leistung von dem V8 von 1100 PS. Krass. Und 700 PS leisten die drei Elektromotoren. Und jetzt darf man die aber nicht einfach so addieren, weil das eine Systemleistung ist und verschiedene Und du hast ja auch nur einen Gang. Verläufe haben. Genau, du hast nur einen Gang, das heißt, du hast kein Getriebe verbaut. Den Anfahrmoment machen die Elektromotoren, ja, wie bei einem Elektroauto auch. Alles auf die Hinterachse übrigens, ne? Das ist kein Allrad. Deswegen ist jetzt die 0 auf 100 Zeit mit 2,8 oder 2,7 Sekunden nicht so überragend. Aber dann, was dann los ab ist. Dann, ne? So 100 auf 200 oder 200 auf 300. Aber die beeindruckendste Zahl, und das ist auch der Rekord, den er hält, ist 0 auf 400 und dann wieder auf 0 runter. Und da sind wir bei wie viel gewesen? Warte, bei knapp 32 Sekunden. Krass. Leute, das muss man sich mal vorstellen. 0 auf 400 und dann wieder auf 0 runter. Verrückt. Kann man die Tür aufmachen? Können wir die mal aufmachen? Aber ja, ist im Moment abgeschlossen. Dann nehme ich mal den Schlüssel, dann schließt man mal auf. Jetzt hol dir den Schlüssel, Robert. Das fällt nicht auf, wenn man dann irgendwie... Du lenkst ihn ab. Okay. Oder ich lenke ihn ab und du nimmst einfach deinen Schlüssel, okay? Ja, das ist gar kein Thema. Und mach dann es doch gerne. Morgen sind wir wieder, jetzt ist er wieder da, okay? Okay, sehr gut. So, hier ist der Schlüssel. Perfekt. Das ist auch schon ein kleines Kunstwerk. Ah. Und alles auf dem Schlüssel. Also du siehst jetzt, das ist dieser Ghost-Modus, richtig? Ja, genau. Da geht dann Fronthaube, das Heckteil, die beiden Türen gehen alle nahezu gleichzeitig auf einen Druck. Ansonsten haben wir hier oben das Auf- und Zumachen. Was haben wir hier? Ach, das ist der Battery Plug für hinten für das High-Voltage-System. Zeigen wir gleich mal. Rechts, das ist jetzt links die Tür? Ja, genau, das ist die Fahrertür. Das heißt, wenn ich da jetzt drauf drücke? Na, du musst es erst aufschließen. Ach so. Genau, erstmal einmal. Und vor allen Dingen geht alles mit Doppelklick. Immer Klick, Klick. Und dann schließt er auf. Ja, genau, jetzt kommen die Spiegel raus. Moment. Ja. Genau, und jetzt kannst du Doppelklick auf die Tür machen. Jetzt geht die Scheibe runter und die Tür kommt raus. Krass. Der Spiegel klappt wieder ein, weil er ansonsten zu viel Platz wegnimmt hier und auch die Gefahr besteht, dass man da vielleicht dran hängen bleibt oder so. Verrückt. Deswegen klappt er sich wieder ein. Das ist schon Wahnsinn hier, die Verarbeitung, das alles hier komplett in dem Carbon Interior. Auch richtig, richtig geil. Ja, richtig geil. Also auch im Innenraum haben die auch hier in den mit letzten den Cup-Holdern Jahren extrem zugelegt. Cup-Holder, ja, genau. Schön mit LED-Beleuchtung. Ja, die kann man sogar ändern auf seine Wunschfarbe. Ach so, boah, Robert, allein die Pedale da unten. Geht da was? Ich setze mich, glaube ich, besser gar nicht rein. Das ist. Da kann man schon schwach werden. Also, weißt du was? Ich würde mal sagen, wir machen die jetzt einfach wieder draufdrücken, dann geht die Tür wieder zu. Genau. Ist ja verrückt. Das ist verrückt. Jetzt macht er die Scheibe wieder zu und. Wenn wir den Ghost-Modus drücken, dann geht alles auf. Wenn du es jetzt machst, dann funktioniert das. Robert, was meinst du? Sollen wir den Ghost-Modus machen und du unterlegst es so Ganze so ein bisschen mit Effekten? Okay. Ja? Ja? Was hältst du davon? Okay, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, go. Ja, jetzt haben wir den hier schön offen und hier steckt der schöne Motor, der schöne V8 Biturbo. Genau, der steckt ganz tief unten drin. Verlagerung des Motors war halt das Ziel, die so weit nach unten zu bekommen wie möglich. Das ist, finde ich, ja auch das Geile bei Königseck, dass du noch richtig schön den Motor und alles siehst. Das hast du ja mittlerweile, ne? bei den ganzen neuen Autos, siehst du ja kaum mehr was, ja, da davon. Alles verkleidet, ne? Also das ist schon richtig geil. Genau, hier vorne sehen wir auch die Leistung, 1,11 Megawatt, ne? Steht auf dem Motor drauf. Hier haben wir das Fahrwerk mit den liegenden Stoßdämpfern und dem Triplex Suspension, was also
also dafür sorgt, dass das Fahrzeug in Kurven stabiler auf dem Boden liegt, ja, und das kurvenäußere Rad auch entsprechend Grip verteilt bekommt von der anderen Seite. Und ganz cooles Gimmick finde ich eigentlich auch den Auspuff. Wenn man jetzt mal von hinten drunter guckt, wird man erstmal vermuten, dass das große ovale Loch der Auspuff ist. Das ist aber nur die Abluft von den Elektromotoren. Krass, stimmt. Der Auspuff vom V8 ist in den Diffusor integriert. Ja, hier. Und das ist hier rechts und links. Jetzt sehe ich es erst. Diese Titanfinnen. Ach, das ist ja verrückt. Zieht euch das mal rein, Leute. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich dachte auch immer, das wäre der Auspuff. Schau das mal an. Und vor allem, das ist ja nicht fake, sondern das ist ja richtig. Ja, das richtig, hat Akrapovic mit Königsegg entwickelt. Wie clever das gemacht ist. Ich dachte auch erst, das wäre einfach hier die Finne vom Diffusor. Das ist geil. Und durch dieses schmale Design geht die Luft halt da so schlangenförmig durch. Und das erzeugt halt wiederum einen gewissen Sound. Ich dachte mir nämlich gerade, ich habe die Katalysatoren hier gesehen und dachte, es geht dann hier dann irgendwie rum. Aber dann habe ich hier das Rohr. Ja, verrückt. Das geht gerade durch, ja. So, geht die Kamera jetzt wieder? Ich hoffe es. Hä? Ich hoffe. Soll ich weiter weggehen? Nee. Nicht, dass der wieder überhitzt. Ja, also diese ganzen kleinen Details, die sind schon echt verrückt. Also das muss man wirklich Königsegg lassen. Und da wirklich da genau hinschaust überall, schon verrückt. Ja, ob es hier an dem Haubenverschluss ist beispielsweise. Ja. Hier oder an diesem kleinen Dämpfer. Genau. Überall sind kleine Königsegg-Logos. Das meine ich ja. Die hier müssen ja niemals hier das Königsegg-Logo hinmachen. Ja. Aber sie machen es, weil sie es können. Das ist wirklich das Geile. Aber ich sehe ja, mit dem Schlüssel. Mhm. Meinst du, wir können ja auch mal starten? Ja, gerne. Mach mal. Ja? Ja. Dann würde ich hinten bleiben einfach. Ah ja, genau. Ist der bessere Platz. Ich würde das Ganze genießen. Sehr gut, dann machen wir das so rum. Robert, dann stell dich mal schön an den Auspuff hin. Ich weiß noch nicht, ob ich so nah dahinter stehen soll, weil was ich so mitbekommen habe, diese Königsecks, die sind schon ziemlich laut. Alter! Das ist richtiger V8-Sound. Das klingt auch richtig böse geil. Vor allem das Ganze halt einfach nur jetzt hat im Stand. Ich will gar nicht wissen, man hört auch dieses Flattern aus von dem Auspuff. Ne? Du merkst halt auch, wie hier alles vibriert. Ja, das ist schon richtig. Das kommt im Video nicht so rüber, aber das spüren wir. Das ist schon richtig, richtig geil. Ja. Wo war jetzt der Schlüssel nochmal? Der ist jetzt. Da ist hier so ein Magnethalter. Hier vorne ist der eingeploppt und den kann man sich jetzt so rausnehmen und dann abschließen. Ja, weiß Bescheid, Robert. Ja, steck mal hier. Ja, nee, also Schlüssel ist wirklich, der ist schon wirklich echt schön, muss man wirklich sagen. Ja, also, musst halt einen coolen Spot aussuchen, wo du dann ankommst. Ja. Dann stellst du das Auto erstmal ab, schließt ab und dann setzt dich irgendwo so in etwa in Reichweite, setzt dich dann hin und dann machst du einfach irgendwann, wenn sich dann so eine gewisse Gruppe um das Auto gebildet hat, was in der Regel passiert. Also egal, wo du hinfährst, eigentlich hast du immer innerhalb kürzester Zeit allerdings Leute, weil die immer denken, was ist das denn? Und dann, wenn du dann den Ghost Mode drückst, das ist ein riesen Show-Effekt. Der sozusagen der richtige Baller-Modus. Das ist genau der richtige Modus für dich, Robert, oder? Sehr cool. Genau. Vielen Dank, Markus. Sehr das gerne. War wirklich sehr informativ, hier jetzt mal ein bisschen mehr über diese Königsegg-Familie zu erfahren, über die verschiedenen Modelle. Vor allem da hinten der Jesko. Ja. Der interessiert mich schon. Den würde ich mal gerne mal live sehen. Ja. Sogar vielleicht sogar fahren. Das wäre mal was, oder? Das wäre mal richtig was. Vielleicht, Robert, sollten wir mal da irgendwo hinfliegen. Das wäre doch mal, ja. Da irgendwo, wo die Autos gebaut werden. Werden ja nicht in Deutschland produziert. Irgendwo da so Richtung Schweden. Das wird auch wieder zu kalt. Die Richtung. Ja, aber jetzt ist ja noch Sommer. Also jetzt wird es ja noch gehen. Gerade wäre es sehr angenehm. Also vielleicht wäre das ja mal eine Überlegung, oder? Nee, ich habe bald Urlaub. Stimmt, du bist ja auch jetzt Urlaub. Du hast Urlaub in Schweden? Ja. Nee, in Portugal. In Portugal, ja. Das ist gecancelt, das weißt du nun noch nicht. Das ist, hat er mir eben erzählt. Na gut.
Vielen Dank, Markus, dass wir hier sein durften. Ja, sehr gerne. Jederzeit wieder. Und wir kommen auf jeden Fall wieder. Ja, freue ich vielleicht, mich. Vielleicht kommt ja noch irgendwas. Vielleicht, Leute, seid mal gespannt. Vielleicht dürfen wir irgendwas fahren. Ne? Danke, vielleicht. Markus. Und Robert, du weißt Bescheid. Ja, alles klar, Leute, wir sind raus. Ciao.